Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 3. Ja, beim letzten Mal sind wir hier bei Adams Air Force Base stehen geblieben. Und ich sehe gerade eben, ich habe noch ein wenig, hätte noch ein wenig was bei der Grafik einstellen können. Naja, was soll's. Wir checken hier erstmal die Gegend ab. Hoffen wir einfach mal, dass wir nicht allzu große Probleme haben werden. Ist das da hinten eine Sackgasse? Ziemlich, oder kann man da springen? Nee, Sackgasse. Okay, wir sind schon auf Vorsicht. Okay, Sharon, wie machst du das? Gut, der Kampf geht los. Wow. Ich glaube, ich hätte vielleicht doch unten lang gehen sollen. Okay. Hier, was ist denn das? Was? Artillerieschalter? Oh! Artillerieschalter, Leute! Oh, Sharon ist gestorben. Also Leute, wir haben eindeutig den Artillerieschalter gefunden. Okay, jetzt wissen wir es so, wie es wir es etwa angehen müssen. Ja, vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr es auch seht, aber bei mir sind oben und unten solche schwarze Balken, weil die Auflösung nicht ganz passt bei mir. Also ich muss da wie gesagt noch ein wenig rumexperimentieren wegen meiner neuen Grafikkarte. Wenn man es im Video sieht, es tut mir leid. Ist keine Absicht. Ja, scheiße. Ich muss ja eins drauf. Wow. So. Artillerie, Feuer. Okay. Ich hab gesagt, Stimpack, her damit. Munition, Munition. Klappenkiste. Die Fusionszelle nehmen wir mit. Sind immer noch nicht alle gestorben. Hey, haben wir doch diese Züge bekommen. Boah. Oh. Aufpassen. Wieso dachte ich mir das? Okay, schauen wir uns mal kurz hier um. Da ist ein Geschütz, deshalb hatten wir so ein Problem. Okay, was? Stoff der Albträume? Netter Titel. Na, dich holen wir jetzt mal. So. Jetzt können wir auch hier rauf gehen. Dann hier die Treppe rauf. Dann dürfte auf die Viecher hier schießen. Hey, wir haben die beiden getroffen. Stimpack. Ich frag mich, wieso die noch schmutziges Wasser haben. Ich glaube, wir sollten erstmal den Typ mit dem Flammenwerfer aufschalten, weil der mir doch ein wenig zu viel Damage macht. Obwohl, ich muss ihn erstmal finden. Ich hab ihn. Okay, er scheint hingefallen zu sein. Boah, ey. Bitte mal gar nicht. Alter, kann das Viech mal... Wieso schauen die alles nach unten? Die Bahnlinien hatten wenig um, die Kerle. Okay, das gefällt mir nicht, Sharon. Du verreckst sie mir hier fast. Ich verstehe nicht, wieso das so rumleckt. Habe ich eigentlich alles... Sharon ist gestorben. Und doch nicht. Obwohl, eigentlich kann Dogmeat ja jede Zeit sterben. Wir haben ja doch dieses Ding drinne, womit wir ganz viele kleine Dogmeats kriegen, oder? Muss ich mal kurz schauen.
Oder haben wir das noch nicht? Na, doch. Haben wir. Ja, ein Doc mit Junior. Wir könnten uns einen Doc mit Junior holen. Weil ich würde es gerne mit dem Doc mit hier durchspielen. Weil nämlich dieser Doc mit cool ist. Obwohl, ich mach das so. Bleib hier, Junge. Und Sharon. Hier warten. Ich drehe die Sache selber. Ja, jetzt habe ich das schmutzige Wasser auch noch mitgenommen. Krass, dass es nicht eine Reichweite hat. Das kriegen wir schon hin. Natürlich kriegen wir das hin. Wir haben eine ganz gute Waffe. Mit der wir hier einmal durchrotzen, dann hat sich die Sache. Na komm. Ich hoffe, dass wir wenigstens einen damit getroffen haben. Ich habe jetzt nämlich nicht darauf geachtet, ob wir XP bekommen haben. Ja, wir haben auf jeden Fall nicht den erwischten Eingriff treffen wollen. Weil der noch lebt und wir sind verreckt. Boah, Leute, es könnte jetzt etwas heftiger werden hier. Ach scheiß drauf, wir nehmen die einfach mit. Verdammt. Boah, Alter, den hat ja voll verzogen geschossen. Ey, was kann er jetzt überhaupt? Geht doch. Das ist lang genug gedauert. Alter, das ist doch irgendwie saukrass, was der für eine Reichweite hat. Wieso nimmt er das Simpack nicht mit? Ich klick doch drauf. Alter, der Kerl wurde doch jetzt gerade voll von der Rakete getroffen, oder nicht? Ja, jetzt habe ich versucht. So kaputt gemacht. Boah, das war jetzt gerade ein Fake Run. Wow. Das war hart, ey. Das war hart. Ich hoffe jetzt nur nicht, dass Doc mit verreckt. Da oben scheint noch irgendjemand oder irgendwas zu sein. Ich schätze, das ist ein einfaches Geschütz. Kurz Simpack rein. Safen. Safen habe ich jetzt gesagt. Safen heißt das. Ja, ja. I'm the very best in English. So, und hier erstmal so in die ganzen Kisten hier reinschauen. Auch die Leichen am besten. Kann ja sein, dass die Leichen hier irgendetwas Interessantes haben. Wie zum Beispiel Fleisch und Bohnen, das wollte ich nämlich schon immer mal haben. Gut, unsere Waffe erstmal wieder hier ein wenig reparieren. Du hast Mikrofusionszellen. Weil ich warte auf die Leiche, die Dings bringt. Stimpak. Nee, die hat einen Wein dabei. Was ist denn hier? Ach, Todeskrallenkäfig. Ne, wir wollen nicht Todeskrallen. Zurück, wo? Wieso ist Backen die alle so rum? Wieso backt das Spiel bei mir selber so rum? Zurückziehen und neu krepieren! Ich hab grad verstanden, zurückziehen und neu krepieren.
auch gut, als das auf das Vieh hier drauf zu ballern. Aber den Kerl hat er hier total zerlegt. Ah, Mann, hier kriege ich jetzt die Energiezelle. Hier sucht irgendetwas. Ich würde gerne wissen, was da sucht. Alter, ich muss doch... Oder muss ich hier ganz nach rechts? Heißt ein Ex, geil. Und singst sonst nichts. Wie gesagt, mir fällt das Suchen hier nicht. Aber auch scheiß drauf. Und ich hasse Lags. Das heißt, ich muss mal wieder an der Grafik rumschrauben. Weil es doch ein wenig störend ist. Ah. Da kommen wir... Nein, wir müssen tatsächlich hier eine Seite hochgehen. Mit unserer Botting-Experte müssten die Viecher jetzt eigentlich kein Problem mehr für uns sein. Und ganz eigentlich. Oh, weiß ich, in dem Spiel schon normal. Ja, es gibt ja gleich auch einen Systemausfall. Einsatz von Gewalt autorisiert. Oh, du bist ein Feind. Jetzt muss ich die Waffe kaputt feiern. Okay, du bist ein Steinhaufen geworden und bist zerplatzt, ey, das finde ich mal wieder sehr cool. Kurzer Save. Ich schätze, wir müssen auf diese andere Seite gehen, um dieses Teil zu zerstören. Alter, den ging es ja schon noch gut oder so. Also ich muss sagen, die Enklave wirkt viel moderner als die stählerne Bruderschaft. Oh. Können wir hier gehen? Ich glaube, das ist stählerne Bruderschaft gegen Enklave. Eine Kiste. Erst Hilfekasten, 2 Stimpaks, 2 Medics. Wow. Also hier geht's ab, also kann mich hier drüber nicht beschweren. Für zu wenig Action und so. Wieso war es hier radioaktiv? Okay, Chang geht in die Richtung, dann gehe ich mal in diese Richtung. Was hätten das ja gleich steht, Charon ist gestorben. Volksmannwarnung. Gut, da ist mal wieder zum komischer Wissenschaftler. Den wir mal gleich schön zu Schleim verwandeln. Oder platzen lassen. Rückzug angetreten! Oder Dockmi wird den einfach zerfleischen. Das sieht irgendwie komisch aus, wie sie sich hier sofort bewegen. Und neu gruppieren. Das sieht doch irgendwie komisch aus. Aber die fallen normal hin. Irgend so einen Schlüssel haben wir erhalten. Aber ich würde sagen, das erfahren wir erst alles im nächsten Part, weil wir jetzt gleich den Part hier beenden werden. Also Leute, das war mal wieder Let's Play Fallout 3. Bis zum nächsten Mal. Tschaußen!